willkommen auf dem Duisemonster-Kanal. Heute werden wir ein bisschen was machen. Premiere, das erste Mal ohne Jason, das war einen Film drehen als Kameramann, sondern Jason sein Bruder. Dann, ihr seht das hier, Mikrofon. Ich hoffe, dadurch ist der Sound jetzt besser. Und warum wir ohne Jason filmen, ist, dass wir bauen jetzt heimlich bei Jason eine Bassbox ein, eine aktive Bassbox. Und zwar, wow, ist das diese hier, die Pioneer TSWX 130 EA. Die gibt es auf Amazon, ganz normal zu kaufen. Der Preis liegt so bei 110 Euro. Wir haben ja immer das Problem bei diesen Autos, der Sound ist ein bisschen, ja, man kann Radio hören, das funktioniert alles super, aber so, da fehlt einfach der Bass fehlt. Machen wir uns mal nichts vor, es klingt einfach wie eine Konservendose und das wollen wir jetzt ein bisschen ändern. Jason hat vorher schon eine passive Bassbox drin gehabt. Das ist diese hier, die macht ein bisschen Bass, die hat den Ton ein bisschen weicher gemacht. Und jetzt wollen wir das mal natürlich etwas mehr rumsen lassen. Naja, 15, 16 Jahre, da sollte schon ein bisschen Sound da sein. Das heißt, die kommt raus, die hat ja auch nicht so viel gemacht und die kommt rein. Danach werde ich diesen runterholen und dann sollte man unter dem Vorwand das Radio und mir einen Titel abspielen im Radio und mal sehen, wie er reagiert, wenn er dann auf einmal den Sound hört. Dazu werde ich ein bisschen Platz machen im Fahrzeug, das heißt die Box raus, ich werde den Beifahrersitz rausbauen, weil unsere Batterie ist unter dem Beifahrersitz, da müssen wir natürlich dran. Und damit ihr nicht nochmal extra springen müsst auf andere Videos, zeige ich euch das mal kurz, wie der Sitz ausgebaut wird. Und zwar haben wir hier unten diese Schrauben, viel mehr ist es nicht, diese locker drehen oder besser gesagt. So, dann schauen wir mal nach, was hier alles drin ist. Übrigens hatte ich schon gesagt, der Preis etwas über 100 Euro, 110 Euro auf Amazon. Wir verlinken euch das unten drunter. Und gucken wir mal. So groß ist die also gar nicht, die Bassbox. Aber ich muss sagen, ich habe die schon mal gehört. Die ist schon nicht verkehrt. Jede Menge zu lesen. Hier ist dann nochmal der Anschlussplan, auch über die Beschreibung, für was das alles ist. Das ist einmal das Befestigungsmaterial. Dann haben wir hier einen Haufen Kabel drin, die wir auch dringend brauchen. Das Audiokabel und das ist die Stromversorgung. Und das ist es auch schon, viel mehr braucht man nicht. Wir haben hier auf der Rückseite den Anschluss. Einmal für den Strom, das kommt hier unten rein. Und einmal für den Sound, das kommt hier rein. Dann haben wir hier die Powerlampe, den Regler, womit wir einstellen können, wie hoch. Und wichtig ist dieser Schalter, Input Level, da können wir umschalten, ob wir von den Lautsprechern Kabel hingelegt haben oder wirklich Cinch-Kabel benutzen. Und das ist natürlich genial, dass wir das da umschalten können. So brauchen wir nicht Kabel bis nach vorne zum Radio legen über Cinch, sondern können hinten an der Rücklautsprecher rangehen und stellen den einfach bloß um auf Speaker und dann funktioniert das. Spart uns natürlich Arbeit. Ja, und mehr ist es nicht. Und schon wird das losgehen. Gib mir mal, wenn wir die Box hier hinbauen, dass es am optimalsten ist, damit der Kofferraumplatz noch bleibt. Bleche, die wir hier hinten dran schrauben und die können wir, ihr seht das, drehen, ob wir die nach hier festschrauben wollen oder nach oben oder schräg. Und wir haben die zwei Befestigungspunkte, das heißt, wir hätten einen hier oben und einen hier unten zum Befestigen. Und ich denke mal, dass es der optimale Platz ist. Plus und Minus, die müssen zur Batterie und das blaue ist das Schaltkabel. Ja, das blaue ist das Schaltkabel, das muss vorne zum Radio, vorzugsweise, weil wenn wir dann das Radio anmachen, geht automatisch die Box mit an. So, und damit wir den ganzen Kram irgendwo verlegen können und anständig aussieht, ja, werden wir hier ein Loch jetzt reinmachen
damit wir die Kabel hier drinnen langlegen können und hier unten dann rauskommen und zur Batterie gehen können. Dann geht das von hier aus weiter in den Mittelkanal, nach vorne und dann hoch zum Radio, wo wir dann das Schaltsignal abgreifen. Soweit erstmal der Plan. Ja, wir müssen also ein bisschen basteln, damit das funktioniert. Also erstmal hier ein Loch rein, den Lautsprecher raus und dann kann das losgehen. So. Okay, hier sehen wir die Originalkabel und hier sehen wir unser Kabel. Wir haben das damals dann hier durchgelegt hinter den Gurtspanner. Den werden wir auch wieder abschrauben, damit wir die anderen Kabel hier auch rauslegen können. So, tülü, tülü. Einmal den Gurtspanner abschrauben. Das könnt ihr auch machen, das ist nichts Kompliziertes. Bei mir ist er mit einer 17er Nuss festgemacht. Kompliziert wird es, wenn ihr seht, dass an den Gurtspanner Kabel dran gehen. Weil dann habt ihr da in der Regel einen Gurtspanner dran, also einen automatischen beim Crash. Und wenn ihr das Kabel einfach so abzieht, habt ihr das Problem, dass ihr danach eine Fehlermeldung habt, die gelöscht werden muss. Das ist dann etwas anders. So, ihr seht das. Hier kommt das Lautsprecherkabel raus. Das heißt, wir werden das Loch etwas größer machen, dass der Stecker auch durchpasst. Und können wir dann den Stecker mit einmal hochziehen und haben dann alle Kabel hier oben, die wir brauchen. Und der Rest ist dann hier unten. Und das sollte passen. Das ist immer gar nicht so einfach. Ich hatte natürlich jetzt keine Bohrmaschine mit runtergebracht in der Tiefgarage. Jesi ist zwar voll am Zocken, aber wenn ich jetzt zu denen reingehen würde, dann würde mir da die Bohrmaschine greifen, dann würde mich schon dumm angucken. Und ich würde natürlich auch die Gefahr laufen, dass er mich fragt, was ich damit vorhabe. Deswegen habe ich mir jetzt mal Ellie seine Bohrmaschine geholt. So. Ups. Hier müsst ihr natürlich aufpassen beim Bohren, das ist nur Plastik, das heißt nicht mit Gewalt, sonst platzt das auf. Das ist Plastik beklebt mit Füll. Ja, Mann. Super. Ja, und hier oben brauchen wir ja dann auch ein Langloch. Jo, passt. Stromkabel schon mal da. So, dann haben wir Strom, ein Lautsprecherkabel. So, und mit diesem Kabel, was wir jetzt über haben, werden wir das von hier unten verlängern. Und dann legen wir das auch nach oben wieder. Und damit haben wir schon mal alle Kabel da, die wir brauchen. So, das verlängern. Zum Verlängern nehmen wir einfach so eine Hülsen. Die haben drinnen ein bisschen Metall, was man dann zusammendrückt. Und dann ist das Kabel auch schon verlängert. So, das Kabel ist schon mal verlängert. Mal ein kleiner Tipp, warum die unterschiedliche Farben haben. Das ist nicht, weil das Kabel unterschiedliche Farben hat, sondern ihr seht das auch hier, der Durchmesser ist unterschiedlich. Das ist immer bei den Dingern so, auch was diese angeht. Es geht um den Kabeldurchmesser. Und auch bei diesen Stromdieben, die werden wir nachher wieder benutzen, da ist das auch so. Da sollte man immer gucken, dass das Kabel mit dem Durchmesser passen tut. Weil wenn man eine zu große Hülse nimmt, dann wundert man sich, wenn die Kabel danach wieder rausrutschen. Dann haben wir die Kabel verlängert. Das kommt natürlich hier unter den Teppich drunter, die Verlängerung. Und den Rest hier drinnen lassen. So, jetzt haben wir alle Kabel da. Dann können wir den Lautsprecher wieder einbauen.
Dann sieht das gleich viel besser aus. Diese Muttern sind in den Plastik festgenietet. Das heißt, fest ist fest. Generell alles, was Verkleidung ist, auch beim normalen Pkw, wird nur festgezogen und nicht. So, haben wir. Dann müssen wir hier die Kabel abisolieren. Mir fällt nämlich gerade ein, als wir das Kabel oder die Box ausgepackt haben, da war ja ein Kabel bei für den Sound. Mit Cinch-Kabel. Das heißt, wir werden darauf verzichten, wir werden das hier nicht hier draußen machen, sondern wir werden die Kabel hier innen drinnen zusammenklemmen. Lautsprecher wieder aus. Weil wir erinnern uns, wir haben ja dieses Kabel und hier sind ja die Anschlüsse dran. Das heißt, wir brauchen ja nicht alle Kabel hier draußen zu liegen haben, sondern bloß diese beiden Stecker. Passt durch. So brauchen wir das ja. Und hier müssen dann die Kabel dran gehen. So, ich möchte ganz gerne die Stecker auch original dran lassen an diesem Kabel. Deswegen habe ich hier ein altes Cinch-Kabel genommen. Ja, eine Seite Cinch-Stecker, andere Seite Klinke. Das brauchen wir nicht. Das stecken wir an. Und dann werden wir das eine Kabel jetzt direkt auf den Lautsprecher klemmen. Macht ja keinen Sinn. Und das andere Kabel rüber. So, ob wir hier die Kanäle vertauschen, linker Kanal oder rechter Kanal, spielt bei der Bassbox keine Rolle, weil wir nur eine Box haben für beide Seiten. Das heißt, ob das Signal von der linken Box kommt oder von der rechten Box, ist egal. Das wird hier sowieso zusammengefiltert und kommt dann raus. Deswegen können wir da auch nichts verwechseln. So, einfach mal hier Kabel ab. Und hier auch das Kabel ab. Dann schauen wir mal nach, was wir hier haben. Wir haben hier einmal dieses rote Kabel und da bitte aufpassen, dass keine von diesen Adern an diesem roten Kabel kleben bleibt, weil dann habt ihr einen Kurzschluss. Weil dieses Kabel, was hier ringsrum geht, ist nämlich das Minus und das ist der Plus. So, da werden wir jetzt Kabelschuhe drauf machen und dann können wir die direkt auf die Box draufklemmen. So einfach ist das. Oh, der sitzt fest. So, dann die beiden Kabelschuhe hier mal drauf. Bitteschön. Kabelschuh ist drauf. Und die werden hier wieder zusammengeklemmt. So, wenn ich mir überlege, dass ich das Kabel jetzt in so einen Kabelquetscher reinstecken soll, das wird nichts funktionieren. Deswegen werden wir da ein bisschen tricksen. Wir werden einfach das Kabel zusammendrehen, den Kabelschuh draufstecken und dann zusammenquetschen. Und schon sind die Kabel wirklich super miteinander verbunden. So, damit sind wir jetzt wirklich fertig und können jetzt diesmal wirklich den Lautsprecher wieder rein, zu und weg. Und jetzt müssen wir die Stromkabel verlegen. Die Batterie ist unter dem Beifahrersitz meistens. Mittlerweile haben wir ja gesehen, bei dem Eixam, bei dem neuen, ist die Batterie vorne. Dadurch brauchen wir nicht bis nach vorne die Kabel verlegen. Das heißt, wir müssen da jetzt rein Strom anklemmen. Ich habe das eben gerade mal geprüft und habe festgestellt, der Zigarettenanzünder hat nur Strom, wenn das Auto an ist. Das heißt, wir brauchen gar nicht bis hoch zu gehen zum Radio, das sparen wir uns auch noch. Wir brauchen bloß bis zum Zigarettenanzünder das Kabel legen und nehmen von da das Schaltsignal. Weil nur wenn der Zigarettenanzünder an ist, geht dann auch die Bassbox an. Das heißt, ja, dazu muss erstmal Strom angeschaltet werden. Wenn ich das Radio, wenn ich die Zündung hier andrehe,
ist ja auch erst das Radio an, wenn ich die Zündung angedreht habe. Und in dem Moment geht auch der Zigarettenanzünder an, dann würde auch die Box angehen. Und damit wäre das Schaltsignal zum richtigen Zeitpunkt. So werden wir das machen. Ich baue jetzt kurz die Mittelkonsole aus. Für alle, die es noch nicht wissen, wir können mal hier oben ein Video verlinken, das ein Stück drin rausfräsen und werden hier dann das Kabel ankleben, dass das dann nicht immer hin und her rutschen kann oder zur Seite rutscht und dann doch wieder eingeklemmt wird. Ich meine, so oft macht man den Deckel ja nicht auf und zu. So, das ist natürlich richtig profihaft jetzt. Arbeiten wie die Profis. Ich habe ja hier noch diese Kneifzange. Zack. Ja, ne, dann können wir da das Kabel durchlegen. Wir das schwarze und das gelbe. Da das blaue ja das Schaltsignal ist. So, das werden wir nachher mit Heißkleber ankleben hier, damit es nicht verrutschen kann. Ich werde jetzt hier schnell mal Ringösen dran bauen, damit wir die hier mit festschrauben können. Welches Kabel kommt wo dran? Natürlich, es ist immer, ihr seht das, schwarz ist Minus, das kommt hier dran. Der gelbe ist das Pluskabel mit der Sicherung. Der kommt hier dran, da steht auch eine Batterie dran. Dummerweise genau hier unter dem Kontakt steht das Plus und genau hier unter dem Kontakt steht das Minus. Bei euch kann es sein, dass es hier oben oder an der Seite dran steht oder sowas oder hier drauf. Aber ihr seht, das Plus ist immer rot gekennzeichnet oder hier zwischen ist es rot. Je nachdem ist es aber gekennzeichnet, das Rote. Da kommt das Plus dran und an den anderen die Minus. Guckt da genau hin. Schneller. So, dann klemme ich das jetzt hier drauf mit meiner Klemmer. Wir stecken das Kabel noch nicht gleich drauf, weil so manche Elektronik findet das nicht toll. Strom da, Strom nicht da, Strom da, Strom nicht da. Sondern wir machen jetzt erstmal unseren Kram fertig und klemmen dann alles korrekt drauf. Wenn das gelbe Kabel jetzt kommt. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass es jedes Mal, wenn wir ein Video drehen, mir das Werkzeug abhaut? Ich hole mal kurz Magnet. So, das gelbe Kabel bitte nicht kürzen. Hier habt ihr die Sicherung. Das ist eine 10 Ampere Sicherung. Das heißt, wenn jetzt irgendwas passieren sollte, dass hier ein Kurzschluss ist oder sonst was, dann würde das die Sicherung zum Schmelzen bringen, beziehungsweise den Draht in dieser Sicherung, bevor das Auto anfängt zu brennen. Und dann ist das besser, wenn da die Sicherung durchbrennt und ihr keinen Bass mehr habt, dann wisst ihr, alles klar, muss man nach der Sicherung gucken, als wenn das Auto brennt. Die Schrauben hier nur so weit festschrauben, dass fest ist, nicht so weit schrauben, bis das Werkzeug sagt, so Ende. Hier hole ich gleich noch eine Klebstoffpistole, dann klebe ich das an. Ja, das blaue Kabel habe ich schon mal hier durchgelegt. Ihr seht das hier jetzt. Ich habe das einfach hier unter dem Teppich lang durchgelegt, zack, bumm, hier raus. Hier werde ich das gleich mit Klebeband nochmal festmachen, damit ich das noch so festklemmen kann, verheddern kann. Dann geht das hier lang und dann kommt das hier auf den Pluskabel vom Zigarettenanzünder. Wir haben hier drei Kabel dran. Das gelbe ist das Licht für den Zigarettenanzünder, beziehungsweise für diese 12-Volt-Steckdose. Das schwarze ist das Minus und das rote ist bei uns das Plus. Es kann sein, dass es bei euch eine andere Farbe hat, aber eigentlich sollte es auch rötlich sein oder sowas in der Richtung. Und das schwarze ist das Minus. Und wir müssen hier auf diesen roten drauf und das machen wir mit einem bekannten Stromdieb. Das ist richtig, die Farbe ist nicht für Plus oder Minus oder sowas, sondern das rote ist von 0,5 bis 1 mm Kabeldurchmesser, das blaue von 0,75 bis 2,5 Kabeldurchmesser und das gelbe von 4 bis 6 mm. Das heißt, die Farbe ist entscheidend für die Kabeldurchmesser und nicht für das, was wir damit zusammenklemmen wollen. So, dann werden wir mal in den Stromdieb draufstecken. Das durchgehende Kabel kommt in der ersten Kerbe. Das, was wir anklemmen wollen, kommt dann in der zweiten Kerbe rein.
einmal zusammendrücken. Ja, ich hätte eine andere Zange nehmen sollen. Ich weiß. Peter, das kannst du dir also sparen, im Kommentar reinzuschreiben nachher. Dann sollte er das richtige Werkzeug nehmen. Ich muss mal langsam fertig werden, weil Jason vermisst mich mittlerweile unter Garantie. So. Jetzt kommt der Moment, wo wir mal testen, ob das funktioniert. Ihr seid jetzt beim Testen nicht mit bei, weil dazu müsste ich lizenzfreie Musik nehmen, die habe ich gerade nicht hier. So, der Test war leider nicht erfolgreich, hat nicht funktioniert. Ich habe festgestellt, ich habe noch gar keine Box angeschlossen. Also baue ich jetzt mal schnell die Box ein und dann testen wir nochmal. Ich schraube jetzt die Metallstifte schon mal an. Der oben muss zur Seite und der unten muss auch zur Seite weggehen. Jawohl, das passt. Wir haben ja hier nur Kunststoff, das heißt, wir brauchen eine ziemlich grobe Schraube, um das festzumachen. Und witzigerweise hat Pioneer hier anständige Schrauben beigefügt. Die sollten super funktionieren. Dann werden wir mal die Kabel hier anklemmen. Ich habe den Regler. So ist Max. Ich drehe mal ein kleines Stückchen wieder zurück. Ja, ihr seht das hier so. Ja, auf 3/4. Weil um den dann umzustellen, müssten wir rein theoretisch dann alles wieder abbauen. Aber ich denke mal, 3/4 wird funktionieren, das reicht hin. Den Schalter muss ich kontrollieren, dass wir den auf Lautsprecher haben. Jawohl, ist er. Das Audiokabel mal anschließen. So. Das heißt festschrauben, nicht festknallen. So, das war's schon. Und jetzt kommt unten die Schraube auf der anderen Seite dran. Ist fest. Und ja, da testen wir mal. So. Ich denke mal, ihr hört jetzt so ungefähr den Sound, weil es ist immer schwer, über Mikrofon das aufzunehmen. Ich habe jetzt hier die Sicherung und stecke jetzt mal die Sicherung rein und ich hoffe, dass das rüberkommt, was passiert. Achtung! Ja, das ist auch noch lizenzfrei. Das ist auch, hier kann man das auch nochmal wunderschön. So. Ach, jetzt wieder hin. Also, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Jetzt baue ich das. So, wir haben alles fertig. Ich werde das Auto gleich noch umdrehen, damit es wieder so steht, wie es Jason abgestellt hat. Und schnell hier noch ein bisschen aufräumen. Zusammengebaut ist jetzt alles komplett. Hier Jason runterholen und mal schauen, wie seine Reaktionen sind. Ja, das seht ihr dann hier gleich danach. Vorerst möchte ich mich von euch verabschieden. Danke, dass ihr mit dabei wart wieder. Wer Interesse hat an dieser Bassbox, die hier original drin war, das ist eine passive Bassbox, der kann das unten in die Kommentare reinschreiben. Und dann schicken wir ihn die zu. Ist kein Problem, weil wir haben sie jetzt über. Ich glaube nicht, dass Jason die wieder haben will, weil der Sound ist wirklich Hammer. Das ist super, kann ich nur jedem empfehlen. Arbeitszeit 1,5 Stunden und ja, Abo da lassen, wer es noch nicht hat. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann, ciao. So, also hier laufen wir zusammen runter. Ja, etwas schnell gemacht, muss auch schnell gehen. Dann steige ich hier ein. So, ja, natürlich kommt dann nicht erlaubte Musik. Muss das mal rausnehmen. Ich habe auch schon etwas gehört vom Bass. Er dachte so, oho, okay, was ist das? So, dann musste ich hier das Lied raussuchen. Ja, also ist da unter dem Untermenü auf den Ordner zugreifen. So, dann sollte es nicht so sein, wie es sollte. Geil, hat er das schön aufgehangen.
greife mit meinem Radio auf den Ordner zu. Ist gerade nicht normal. Was hast du gemacht? Warum hat er so viel Bass auf einmal? So, natürlich mal wieder unerlaubte Musik. Muss ich natürlich rausschneiden. Naja. So, dann muss ich mal schnell nochmal raussuchen, das Lied. Ich denke schon ganze Zeit, oh, was ist das? Ja, dann habe ich das mal herausgesucht, gefunden und natürlich hier bildschön der Ton. Gefreut und ja, das ist eine ziemlich kleine Box nur.